Ja, meine sehr verehrten und Damen und Herren, wir begrüßen Sie auch im ersten Quartal des Jahres 2024 zu unserem Überblick Steuern und Recht im Überblick, unser Quartalswebcast. Wir, das sind in bewährter Kombination die Kolleginnen und Kollegen hier in der Reihenfolge ihres Erscheinens. Neben mir wird Dietmar Gegusch zum Stand der nationalen Gesetzgebung etwas erzählen, Marie Kramer dann zum Bereich der Umsatzsteuer und Herr Trischberger und Frau Freise fassen dann Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen des letzten Quartals für Sie zusammen. Und mit der Vorstellung der Referentinnen und Referenten dann auch gleich zu dem, was wir in der kommenden Stunde mit Ihnen vorhaben. Wir beginnen schon in gewohnter Weise mit einem Update zu den Entwicklungen auf OECD-Ebene, dieses Mal nicht nur Pillar 2, sondern auch ein kurzes Update zu Pillar One, dann eben, wie schon angekündigt, zur nationalen Gesetzgebung, ein Update zum Stand des Wachstumschancengesetzes, was uns ja schon Ende letzten Jahres beschäftigt hat. Dann die Praxishinweise zur Umsatzsteuer, einiges zur Rechtsprechung und zu dem, was die Finanzverwaltung veröffentlicht hat. Gehen wir direkt rein in die internationalen Entwicklungen. Wir haben dieses Mal eben nur in Anführungszeichen zwei Entwicklungen der OECD zu Pillar One und Pillar Two. Wir fangen an mit der zweiten Säule, also in umgekehrter Reihenfolge, allerdings natürlich in der Reihenfolge der Wichtigkeit und der Konkretheit der entsprechenden Regelungen. Kurz zum Überblick. Wir haben ja schon seit längerem und beschäftigen uns alle sehr intensiv damit, die OECD Model Rules ergänzt durch den OECD Commentary und die Examples. Das war im ersten Quartal des Jahres 2022, also schon 2 Jahre her. Erstes Quartal 2023, die ersten Leitlinien oder auf Englisch die Administrative Guidance zur globalen Mindestbesteuerung ergänzt dann im Sommer um den zweiten Teil der Leitlinien zur globalen Mindestbesteuerung. Und das ist jetzt dann auch das, was wir als Update des ersten Quartals veröffentlicht, kurz vor Weihnachten im letzten Quartal 2023, die dritten Leitlinien Administrative Guidance zur globalen Mindestbesteuerung. Worum geht es bei den Leitlinien? Die Leitlinien, wie gesagt, Administrative Guidance sollen Anwendungshinweise, Anwendungsbeispiele, Auslegungshinweise bieten. Tatsächlich, so ähnlich wie auch Teile des Commentaries, muss man sagen, diese Leitlinien greifen teilweise doch sehr tief in das Regelwerk ein und verändern bestimmte Dinge, schaffen auch neue Regelungen und gehen also weit über eine reine Auslegungshilfe hinaus. Das vorangestellt, sie sind nur Leitlinien und müssen natürlich dann, um wirksam zu werden, in Teilen auch noch in das Gesetz umgesetzt werden, dort, wo sie eben tatsächlich Regelungen verändern oder neue Regelungen schaffen. Teilweise dort, wo sie eben Auslegungscharakter haben, ist das vielleicht nicht erforderlich, sondern man kann das Ganze über Auslegung regeln. Bevor wir in den Inhalt der dritten Leitlinien reinschauen, hier schon der Ausblick. Auch im nächsten Quartalswebcast gehe ich davon aus, können wir Ihnen Neues von der OECD berichten. Wir erwarten jedenfalls noch in der ersten Hälfte 2024 einen weiteren Satz an Leitlinien, dieses Mal mit dem Schwerpunkt auf die sogenannte Recapture-Regelung. Stichwort die Recapture bei passiven latenten Steuern nach 5 Jahren auf Per-Item-Basis, etwas, was ja schon immer harte Kritik hervorgerufen hat. Da erhoffen wir uns, oder die Wirtschaft auch, erhoffen wir uns durchaus Erleichterungen. Was steht drin in den dritten Leitlinien jetzt vom 18.12.23? Es sind einige Anwendungsfragen im Zusammenhang mit dem CBCA Safe Harbor, die geregelt werden. Sie finden dort Details zu unterschiedlichen Szenarien, wie bestimmte Dinge anzuwenden, wie bestimmte Dinge zu rechnen sind. Aber das ist wieder so ein Beispiel für eben etwas, was über die reine Interpretation hinausgeht. Sie finden auch eine neue Regel zu Hybrid Arbitrage Arrangements. Die OECD hat auch hier wieder Dinge identifiziert, die man als missbräuchlich gesehen hat und die man bekämpfen möchte. Da geht es eben um bestimmte Gestaltungen, mit denen gezielt die Werte des Country-by-Country-Reportings verändert werden, um in den Safe Harbor zu kommen. Das finden Sie beispielsweise auch in diesen Leitlinien. Was ist noch drin? Das geht dann eher so in den Bereich der kommentierenden Leitlinien. Fragen zum persönlichen Anwendungsbereich, Ermittlung der Umsatzgrenze bei abweichenden Wirtschaftsjahren im Konzern, Fremdwährungsumrechnung, solche Fragen.
Dann wichtig für Unternehmen mit USA-Bezug, Mechanismen für die Zuweisung von Steuern, die in einem Blended CFC-Regime oder Blended CFC-System anfallen. Das ist maßgeblich das US Global Intangible Low Taxed Income oder GILTI-Regime. Da finden sich hier weitere Ergänzungen zu dem, was bereits in den ersten Leitlinien drin stand. Ein Safe Harbor für unwesentliche Geschäftseinheiten und noch etwas zur Globe Information Return. All das finden Sie, wie gesagt, in diesen Leitlinien. Teile davon sind reine Auslegung, Teile davon werden sicherlich eine Anpassung im ja schon verabschiedeten deutschen Mindeststeuergesetz erforderlich machen. Warten wir auch darauf ab, wie der deutsche Gesetzgeber sich zu diesen einzelnen Leitlinien positionieren wird. Gehen wir zur ersten der beiden Säulen, Pillar One. Auch hier gibt es ein kleines Update. Es gibt einen finalen Bericht zum Amount B. Was ist der Amount B? Der Amount B ist eine Vereinfachungsregel für Marketing- und Vertriebsaktivitäten, Marketing- und Distribution-Safe Harbor im Rahmen der Säule 1. Es geht ja um die Ausweitung und Neuverteilung von Besteuerungsrechten zugunsten von Marktstaaten. Wenn eben sehr große, sehr renditestarke Unternehmen eine konzernweit entsprechende Rendite erwirtschaften sollen, so die Zielsetzung von Pillar One, die Marktstaaten da etwas mehr von profitieren. Das heißt, ich muss bestimmte Dinge des konzernweiten Gewinns umverteilen und so die Logik, da wo ich aber schon ein Besteuerungsrecht habe, nämlich wo Marketing- und Vertriebsaktivitäten in einem Marktstaat entfaltet werden, ist es eben nicht erforderlich, noch zusätzliche Dinge dorthin zu allokieren in diesem Umfang. Das heißt, das muss berücksichtigt werden, dass diese Marketing- und Vertriebsaktivitäten schon vergütet werden. Allerdings ist das natürlich etwas, was weit über den Anwendungsbereich von Pillar One betroffenen Unternehmen hinausreichen kann, denn Marketing- und Vertriebsaktivitäten haben natürlich alle Unternehmen. Darum ist dieser OECD-Bericht zu Amount B durchaus auch von Interesse, wenn Sie nicht unmittelbar von Pillar One betroffen sind. Was steht in diesem finalen Anwendungsbericht drin? Staaten können frei entscheiden, ob sie das umsetzen wollen oder nicht. Wenn sie es machen, können sie es entweder verpflichtend oder durchaus optional für die Steuerpflichtigen machen. Wenn das nicht umgesetzt wird in einem Staat, dafür wird es umgesetzt in einem anderen Staat, können Sie sich vorstellen, dass es da entsprechende Konflikte gibt. Auch das wird durch diesen Bericht aufgegriffen und adressiert. Und dann, auch das muss man natürlich tun, diesen Amount B definieren. Man braucht dafür einen Anwendungsbereich und man muss definieren, wie hoch denn jetzt diese Gewinne für Marketing- und Vertriebsaktivitäten sind. Das wird mit so einer Matrix gemacht, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Renditen. Da findet man dann entsprechend einen Wert, mit dem diese Marketing- und Vertriebsaktivitäten bepreist werden können. Das Ganze soll dann als Kapitel 4 Teil der OECD-Verrechnungspreisleitlinien werden, also wird, wie ich schon sagte, durchaus auch von Relevanz für nicht Pillar One betroffene Unternehmen werden. Erstmals angewendet ab 2025, daher durchaus die Empfehlung, beschäftigen Sie sich damit. Wie bei allem finden Sie auch hier wieder den Link in den zu den Deloitte Tax News in der Fußzeile. Wenn Sie unsere News dazu lesen wollen, machen Sie das gerne. Mit diesem Überblick über die OECD-Aktivitäten kommen wir zu einem weiteren Hin und Her zum Wachstumschancengesetz. Dietmar, dann bin ich gespannt auf deine Ausführungen. Danke dir, Alexander. Und da geht der Blick aufs Ende dieser Woche, auf den Freitag. Alle gucken da schon gespannt in die Leipziger Straße in Berlin. Dort sitzt der Bundesrat und der wird sich mit dem Wachstumschancengesetz am Freitag befassen. Es geht da wirklich nur um die Frage Daumen hoch. Es wäre noch ein weiteres Vermittlungsverfahren möglich, also die zur Seite oder Daumen runter. Meine Einschätzung ist, dass der Daumen hoch geht, dass es in Sachen reduzierte dem Spritpreis oder die Senkung des Dieselpreises für die Landwirte, dass da doch Bewegung gibt, sodass das Thema, was ja eigentlich nichts mit dem Wachstumschancengesetz zu tun hat, dass das abgeräumt wird, dass da vielleicht an anderer Stelle Erleichterungen für die Landwirtschaft gibt und
somit hier das Jungtim, was hergestellt wurde, dann auch gelöst wird und das Wachstumschancengesetz verabschiedet werden konnte. Wir hatten ja schon, das Gesetz ist irgendwie immer mit anderen Themen besetzt oder verknüpft worden, war ja ganz am Anfang schon bereits. Da musste das Wachstumschancengesetz für die Umsetzung der Kindergrundsicherung herhalten, jetzt für die Erleichterung oder nicht so harten Verschärfungen für die Landwirtschaft. Also insofern hoffe ich, dass es dann jetzt durchgeht am Freitag und dann wir hier entsprechende Klarheit haben. Es ist im Rahmen des Vermittlungsverfahrens einiges rausgefallen. Ziel des Vermittlungsverfahrens war es ja insbesondere auf Druck der Länder, das Volumen, was an Entlastungen ursprünglich vorgesehen hat, deutlich zu reduzieren, um die Haushalte der Länder und der Kommunen da zu schonen. Das hat man auch gemacht. Wir sind von rund 7 auf 3 Milliarden Euro runtergegangen, sodass hier wichtige Sachen wie zum Beispiel die Klimaschutzinvestitionsprämie, die doch einen sehr hohen Mindereinnahmen beinhaltete oder zu hohen Mindereinnahmen geführt hätte, die ist rausgefallen. Hier gab es bei der Klimaschutzinvestitionsprämie ja immer noch auch die Kritik des bürokratischen Aufwands, der Wahl des Förderinstrumentariums hier. Die Themen waren natürlich auch weiterhin im Vermittlungsverfahren mit drin. Die hat man deshalb jetzt erstmal rausgenommen. Wir schauen mal, ob wir die nochmal sehen. Die Legislaturperiode ist jetzt auch nicht mehr so lang. Insofern kann das gut sein, dass das gar nicht mehr kommt. Das gilt auch für die Mitteilungspflicht für innerstaatliche Steuergestaltung. Also hier insbesondere für die Unternehmen, das jetzt hier eine Verhinderung eines bürokratischen Monsters, was in der Praxis sicherlich kaum zu relevanten Ergebnissen geführt hätte, aber viel Aufwand produziert hätte. Das ist jetzt raus. Hoffe, dass das auch für die bis zum Ende der Legislaturperiode nicht nochmal auftaucht. Es war auch da in der Diskussion, dass das Ganze, dass da eine Protokollerklärung gibt, dass das nicht nochmal aufgegriffen würde. Da konnte sich aber insbesondere die Unionsländer nicht durchsetzen. Man hat es aber jetzt erstmal aus dem Gesetzgebungsverfahren rausgenommen. Was auch noch rausgefallen ist, ist eine Verbesserung des Verlustvertrags bei der Gewerbesteuer. Wir sehen gleich der andere Verbesserung bei der Körperschaftssteuer und dann Einkommensteuer ist drin geblieben, veränderter Form. Bei der Gewerbesteuer hier wollte man sicherlich dann auch ein Zeichen an die Kommunen setzen, dass da die Mindereinnahmen nicht so groß ausfallen. Was ebenfalls rausgefallen ist, das ganze Thema Veränderungen beim Verlustrückerleichterungen. Wieder mal rausgeflogen ist das ganze Thema GWG-Grenze und Wertgrenze beim Sammelposten. Das wird dann, glaube ich, in Zukunft auch immer wieder kommen. Wir haben es hier im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren in der Vergangenheit immer als Thema auch im Bundesrat gesehen gehabt. Wäre sinnvoll gewesen, hätte aber zu Mindereinnahmen geführt und von daher ist das jetzt erstmal rausgefallen. Was auch rausgeflogen ist, ist das ganze Thema Anhebung der Pauschbeträge für Pflegungsmehraufwendungen sowie auch für den Freibetrag für Betriebsveranstaltungen. Wäre eigentlich notwendig gewesen, hier mal was zu tun. Auch diese Beträge, diese Pauschbeträge sollen ja schon eine gewisse Abdeckung bieten für tatsächliche Aufwendungen und die sind aber gestiegen inflationsbedingt. Von daher wäre hier auch eine Anhebung sinnvoll gewesen, hätte aber dann zu entsprechenden Mehreinnahmen geführt. Was drin geblieben ist, ist das, was eigentlich erst im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens reingekommen ist, die Anhebung des Pauschbetrages für die Berufskraftfahrer, hier die Anhebung von 8 auf 9 Euro, das ist drin geblieben. Was wir noch hatten, das waren so ein paar Sachen, die im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens auch erst reingekommen sind, eine Anhebung der Fördersätze für steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung und auch
Das war ein Thema, das hatten wir von Anfang an schon drin, Einführung einer Freigrenze für die Steuerfreiheit von Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Also die Punkte, die brauchen Sie nicht mehr im Blick haben, die sind alle rausgestrichen worden. Was ist drin geblieben? Hier ein kleiner Überblick, die wesentlichsten Punkte nochmal. Dann schon mal der Verlustvortrag, weil ich schon angesprochen hatte. Hier jetzt eine Erhöhung für die Mindestbesteuerung im Rahmen eben des Verlustvortrages, die Grenze auf 70% anstatt 75. Ursprünglich kam man ja mal von 80, also insofern hat sich das hier auch weiter reduziert. Dann das ganze Thema ja, Zinshöhenschranke, darunter war das ja bekannt, ursprünglich mal eingeführt wurde. Das Ganze hatte man dann in ASDG überführt, hier die Regelung zur grenzüberschreitenden Konzernfinanzierung. Wir haben bei der Forschungszulage auch die Erhöhung des Maximalbetrages, nicht die 12 Millionen, sondern 10 Millionen sind es am Ende gewesen. Man musste hier noch mal ein bisschen nachsteuern beim Inkrafttreten, weil es ja jetzt später alles kommt. Was auch drin geblieben ist, das ganze Thema Ausweitung der Bemessungsgrundlage auf eben nicht nur Personalkosten auch, sondern sonstigen Aufwendungen, Sachaufwendungen. Wir haben dann, da können wir kurz rübergehen, da hat sich über das gesamte Gesetzgebungsverfahren nichts verändert. Die entsprechende Verbesserung beim Optionsmodell, also von Personengesellschaften zur Körperschaftsbesteuerung, als auch die Verbesserung bei der Thesaurierungsbegünstigung, da ist nichts, hat sich nichts getan weiter. Also das ist nach wie vor drin und wird dann vielleicht auch am Freitag dann so durchgewunken. Wir haben hier Reaktion auf BFH-Rechtsprechung. Und zwar die Nachspaltungsveräußerungssperre. Im Fall einer Spaltung soll der Buch- und Zwischenwertansatz keine Anwendung mehr finden, wenn durch die Spaltung eine Veräußerung an außenstehende Personen vorbereitet wird. Also wenn hier ein sogenanntes Vorbereitungshandeln stattfindet, dann ist hier nicht ist der Gemeindewert anzusetzen und nicht der Buch- oder ein Zwischenwert. Dann haben wir die Erhöhung der Sonderabschreibung nach 7G. Auch hier hat man ein bisschen wieder nach unten noch justiert, also auf 40%, nicht 50. Wir haben die degressive AFA dann hier ab 31.03. für Anschaffung beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens nach dem 31.03.27 bis zum Ende des Jahres jetzt, die da angeschafft werden. Als Obergrenze wurde dann maximal das Zweifache der linearen AFA beziehungsweise maximal 20% mit aufgenommen. Bei der befristeten Einführung einer degressiven AFA wird der Satz nochmal nach unten geschraubt von 6 auf 5. Wir haben bei Änderungen bei der Sonderabschreibung nach 7b für Mietwohnungsneubauten. Hier ist nichts passiert. Dann haben wir die Erhöhung des maßgeblichen Bruttolistenpreises für reine Elektrofahrzeuge bei der Dienstwagenbesteuerung. Wird umgesetzt. Was aber nicht kam, was im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens, insbesondere auf Drängen des Bundesrats eingeführt wurde, dass man die Hybriden, die Reichweitenregelung für hybride Dienstwagen streicht, was ja ursprünglich ab 2025 dann die Streichung vorgesehen würde. Wird nicht umgesetzt, sondern nur hier die Erhöhung des Bruttolistenbetrags. Dann haben wir noch beim Betriebsausgabenabzug von Geschenken, also oder die Erhöhung der Grenze für Betriebsausgaben von Geschenken auf diese 50 Euro sind weiterhin drin und dann auch die Anhebung der Steuerfreigrenze für private Veräußerungsgeschäfte auf 1.000 Euro. Das sind also die Sachen im Wesentlichen, die drin sind. Sind noch ein paar mehr Regelungen, die teilweise aber auch nur so Verwaltungsregelungen sind, die dann aufgenommen wurden. Alles ausführlich hierzu finden Sie auch in den Deloitte Tax News. Vielleicht noch einen kleinen Ausblick jetzt, wie geht es weiter in Sachen Gesetzgebung? Also wenn das Gesetzgebungsverfahren hier abgeschlossen ist,
Aber zum einen das ganze Thema Bürokratieabbau, da gibt es das vierte Bürokratieentlastungsgesetz, wo auch zwei steuerliche Regelungen mit drin sind. Zum einen das ganze Thema Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege. Dies soll verkürzt werden, diese Aufbewahrungsfrist von 10 auf 8 Jahre, das Ganze für Handels- und Steuerrecht, also auch im Bereich der Abgabenordnung entsprechende Anpassungen und auch bei der Umsatzsteuer zum Beispiel auch für die Rechnung. Das Ganze soll gelten ab dem ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Quartals, also eine etwas andere, sonst im Steuerrecht eigentlich selten, noch nie vorgekommene Anwendungsregelung und soll dann auch für alle Belege gelten, die nicht schon älter als 10 Jahre sind. Also insofern auch alles, was 9 Jahre ist, endet dann so quasi ab diesem Zeitpunkt des Inkrafttretens dann auch die Aufbewahrungsfrist. Dann haben wir noch ein paar Sachen bei der Umsatzsteuer. Also die Schwelle für die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung wird angehoben von 7.500 Euro auf 9.000 Euro. Dann noch etwas bei der Differenzbesteuerung. Hier hat man noch eine Anhebung vorgenommen. Auch da dasselbe Inkrafttreten. Formulierungen, wie wir es vorher auch bei den Aufbewahrungsfristen haben. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von entsprechenden Maßnahmen, die jetzt außerhalb des Steuerbereichs sind, die hier in diesem vierten Bürokratieentlastungsgesetz drin sind. Ziel ist es hier, dass das Ganze vor der Sommerpause vielleicht schon abgeschlossen ist, das parlamentarische Verfahren. Wir müssen mal schauen, auch mal gucken. Auch gerade der erste Punkt, glaube ich, der ist am kritischsten aus steuerlicher Sicht. Wir haben ja in den letzten Jahren eher im steuerstrafrechtlichen Bereich eher eine Verlängerung auch der ganzen Fristen gehabt. Wie das jetzt korrespondiert, es gab schon öfter mal, gerade auch im Bundesrat bei Stellungnahmen, eine Initiative, diese Aufbewahrungsfristen zu reduzieren. Die ist immer gescheitert an dem Hinweis auf Steuerstrafverfolgung und der da erforderlichen Nachweispflicht. Und dann mal gucken, wer sich am Ende hier durchsetzt. Und dann noch einen kleinen Ausblick, was kommt. Wir warten dann auf das Jahressteuergesetz 2024, was in den nächsten Wochen kommen soll. Der Referentenentwurf, eine ganze Reihe von Detailregelungen sind drin. Das parlamentarische Verfahren soll so aktuell der Stand nach der Sommerpause stattfinden. Vorher haben wir aber schon nochmal einen Regierungsentwurf, so dass wir in Ruhe alles, diese ganzen Vielzahl von Regelungen über die Sommerpause auch ausführlich studieren können. Und dann ist aus meiner Sicht, das ist aber eher so eine persönliche Einschätzung, das Thema Steuergesetzgebung bis zum Ende der Legislaturperiode erstmal abgeschlossen. Es gibt noch ein paar Initiativen sicherlich. Beim BMF gibt es ja zwei Arbeitsgruppen, die sich mit der Vereinfachung der Einkommensteuer und auch mit der Unternehmensbesteuerung beschäftigen. Das wird aber eher was für die nächste Legislaturperiode oder auch für den Wahlkampf sein und dann mal schauen. Wir können aber auch positiv überrascht werden. Es gibt vielleicht doch eine Unternehmenssteuerreform. Aber im Moment, finde ich, ist der Wille in der Ampel noch nicht so da, dass das wirklich zwingend umgesetzt wird. Soweit von meiner Seite und damit würde ich dann auch von der Gesetzgebung weitergeben an den Bereich Umsatzsteuer. Da bin ich einmal zu schnell rüber. Danke. Und Alles also, klar, danke. Ich habe zwei Themenblöcke mitgebracht, und zwar einmal 14c und die Frage, wer und ob Umsatzsteuer geschuldet wird aus unrichtigen oder unberechtigt ausgestellten Rechnungen, und den zweiten Themenblock konzerninterne Leistung und Verrechnungspreise. kann ich vielleicht noch einen Hinweis, wenn du wegen Na klar. Umsatzsteuer, war jetzt die Frage, ja klar, das Thema elektronische Rechnung, das haben wir jetzt hier gar nicht mehr aufgegriffen, das ist auch mit drin, also im Wachstumschancengesetz. Ja. Ja, das wird kommen, und das wird sicherlich einiges an IT-Ressourcen binden.
Aber kommen wir zu vielleicht materiellrechtlichen, umsatzsteuerlichen Fragen. Und zwar der erste Block, Paragraph 14c und die Frage, ob aus Rechnungen, die unberechtigt oder unrichtig ausgestellt sind, Umsatzsteuer geschuldet wird. Dietmar, genau. Danke. Und zwar hatten wir hier in dem Fall des FG Köln eine Klägerin, die Leistungen, die tatsächlich umsatzsteuerfrei waren oder sind, mit Umsatzsteuer ausgestellt, und zwar an Kunden, die vor allem nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind und ein kleiner Teil auch an Kunden, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Und in Bezug auf die Kunden, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, hat die Klägerin die Frage gestellt, ob denn hier überhaupt Umsatzsteuer aus diesen Rechnungen geschuldet wurde und ob jetzt für die Korrektur dieser Rechnung Umsatzsteuer an die Kunden zurückgezahlt werden müsste, um halt am Ende gegenüber dem Fiskus die Umsatzsteuer korrigieren zu können. Und da hat das FG gesagt, naja, der 14c hat eigentlich als Grund, eine Steuergefährdung beim Fiskus zu vermeiden. Und dort, wo Kunden nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, besteht gar kein Grund, 14c greifen zu lassen. Und dementsprechend brauche ich hierfür eine Korrektur der Umsatzsteuer oder andersrum, schulde ich keine Umsatzsteuer aus den Rechnungen. Und deswegen wird dieser gesamte Korrekturprozess, der 14c anhängt, gar nicht erst ausgelöst. Und in dem zweiten Strang gegenüber den Kunden, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, war es so, dass die Klägerin hier, also die Unternehmerin, die die Leistung erbracht hat, gutgläubig war, und zwar aufgrund einer verbindlichen Auskunft, die ihr damals zugesagt hatte, dass es richtig ist, diese Leistung mit Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen. Und aufgrund dieses guten Glaubens ist es so, dass hier das FG auch entschieden hat, dass diese Rechnungen nicht zu korrigieren sind und insofern 14c nicht greift. Das Ganze, dieses FG-Urteil ist insofern neu, als dass es sich jetzt auf Unternehmer bezieht als Kunden. Das BMF hat am 27.02. ein Schreiben erlassen. Da geht es um den Steuerausweis in Rechnung gegenüber Endverbrauchern. Und da besteht ja nun sowieso keine Steuergefährdung, weil die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sein können. Das heißt, insofern gar keine Gefahr, dass Vorsteuer zu Unrecht geltend gemacht werden könnte. Und hier hat das BMF sich auf die EuGH-Rechtsprechung eben gestützt und hat gesagt, hier wird auch kein 14c ausgelöst. Insofern eigentlich erfreuliche Entwicklung. Und dann würde ich einmal der Vollständigkeit halber die nächste Folie Ihnen nur zeigen wollen. Da ging es um einen Arbeitnehmer, der Scheinrechnung mit der Identität oder unter Verwendung der Identität seines Arbeitgebers ausgestellt hat. Und es hat sich die Frage gestellt, ob der Arbeitgeber aus diesen Rechnungen nun Umsatzsteuer schuldet, weil eben tatsächlich diese Scheinrechnungen auch zu Kunden gelangt sind. Und da hat der EuGH, ich würde sagen, in Fortsetzung seiner Rechtsprechung gesagt, dass die Frage ist, ob es hier ein Überwachungsverschulden gibt. Also wenn den Arbeitgeber ein Überwachungsverschulden gibt, dass die Rechnungen eben mit seiner Identität ausgestellt wurden, dann schuldet er sie. Hat er sich hier allerdings nichts zu Lasten zu Schulden kommen lassen, dann wird auch die Umsatzsteuer nicht von ihm geschuldet. Das vielleicht einfach nur, um die Frage zu beantworten, wie hier die Lasten verteilt sind zwischen den Beteiligten. Dann würde ich einmal übergehen zu dem Thema feste Niederlassungen, konzerninterne Leistungen und so weiter. Alles, was damit zusammenhängt. Hier ging es um ein, oh, hier geht es um eine Vorlagefrage an den EuGH aus Rumänien. Wir haben einige rumänische Verfahren hier heute mit dabei. Und in diesem Verfahren ging es um die Frage, ob die Leistung einer rumänischen Konzerngesellschaft an eine deutsche Gesellschaft dazu führt, dass die deutsche Gesellschaft eine feste Niederlassung in Rumänien begründet. Eigentlich geht es hier im Wesentlichen um die Frage, ob das leistende Unternehmen
gleichzeitig eine feste Niederlassung des Kunden sein kann. Ich finde das relativ fernliegend. Der rumänische Fiskus hat es hier aber so angenommen. Und deswegen ist das Ganze jetzt vom EuGH gelandet. Die Schlussanträge der Generalanwältin hier legen nahe, dass hier Leistender und Leistungsempfänger nicht zusammenfallen können. Insofern erstmal Entwarnung oder beziehungsweise Bestätigung unserer Sicht, dass das relativ fernliegend ist. Ich würde einmal zur nächsten noch eine springen, genau. Und hier geht es um Verrechnungspreisvereinbarung im Konzern. Und zwar gibt es hier eben eine Verrechnungspreisstudie, die besagt, dass im Grunde genommen bei der belgischen Muttergesellschaft ja eine Wertschöpfung stattfindet, die eben über ja, Verrechnungspreise abgebildet wird. Und insofern hat die belgische Muttergesellschaft hier Rechnungen geschrieben an die rumänische Gesellschaft. Die werden im Reverse-Charge-Verfahren steuerbar, steuerpflichtig in Rumänien gewesen sein. Und die rumänische Steuerverwaltung hat hier den Vorsteuerabzug im Reverse-Charge-Verfahren versagt. Und hier muss man, glaube ich, sagen, dass es bei diesen Verrechnungspreisthemen immer um die Frage geht, gibt es eigentlich tatsächlich einen Leistungsaustausch, der zugrunde liegt? Tatsächlich ist ja das Wesen der Verrechnungspreise, dass es darum geht, Wertschöpfung für Leistungen zuzuordnen im Konzern. Das heißt, originär würde ich sagen, dass das Ganze umsatzsteuerlich auch relevant ist. Was wir aber häufig sehen, ist es, dass Rechnungen insofern einfach nur den Leistungshinweis haben, Verrechnungspreisanpassung oder ja, Leistungsverrechnung, irgendwie sowas, ohne die Leistung selbst zu benennen. Das heißt, es gibt keine ordentliche Leistungsbeschreibung und das liegt auch ganz häufig schon in den zugrunde liegenden Verträgen, dass auch hier Leistung, also der Inhalt der Leistung, nicht gut genug beschrieben ist. So dass sich hier durchaus also der rumänische Fiskus offensichtlich sich die Frage gestellt hat, liegt hier überhaupt eine Leistung zwischen der belgischen Muttergesellschaft und der rumänischen Tochter vor? Und hat dann dies hier in Zweifel, ja, gezogen. Insofern müssen wir das hier, glaube ich, ein bisschen im Blick halten. Als grundsätzlichen Hinweis würde ich an der Stelle sagen, es geht wirklich darum, die Leistungsbeziehungen im Konzern ausreichend zu beschreiben in den Verträgen, ausreichend zu dokumentieren, dass eine Leistung erbracht wurde und dann in den Rechnungen über diese Leistung die Leistung auch hinreichend zu beschreiben. Und dann hoffe ich, dass das gut geht. Wir haben dann im nächsten Fall schon wieder eine rumänische Vorlage. Es verfolgt uns etwas. Und hier geht es um Verwaltungsdienstleistungen, die im Konzern erbracht werden. Und auch hier ist es sicher genau dasselbe, dass diese Leistungen nicht ausreichend dokumentiert sind, dass nicht ausreichend dokumentiert ist, dass das Leistungen sind, die als im Grunde genommen als Vorleistungen, als Gemeinkosten natürlich eingehen in die Wertschöpfung auf Ebene der rumänischen Gesellschaft hier. Und auch hier hat die rumänische Finanzverwaltung deswegen den Vorsteuerabzug versagt. In Summe muss man sagen, dass diese ganzen Vorlageverfahren oder diese ganzen rumänischen Verfahren wirklich ja, die Vermutung nahelegen, dass der rumänische Fiskus sehr auf sein eigenes Steueraufkommen bedacht ist. Umso wichtiger ist es, die Dinge gerade in diesen Bereichen ordentlich zu dokumentieren. Und dann haben wir zur Abwechslung glücklicherweise einen schwedischen Vorlagefall. Und hier geht es um die Bemessungsgrundlage von konzerninternen Leistungen. Hier ist es so, dass zwischen den Gesellschaften
auf Cost-Plus-Basis abgerechnet wurde. Und der schwedische Fiskus hat gesagt, dass die Bemessungsgrundlage, also dass dieses Cost-Plus plus, also ne, Kosten plus Gewinnaufschlag, dass das nicht ein ausreichend hohes Entgelt war. Und daraus hat sich aber die Vorlagefrage ergeben, was ist denn eigentlich, wenn der Normalwert, also wenn es keinen Fremdvergleichswert gibt für die Leistung am Markt, was ist dann eigentlich die Bemessungsgrundlage und kann es sein, dass das Finanzamt dann hier die Bemessungsgrundlage erhöht? In Deutschland haben wir das Thema mit der Mindestbemessungsgrundlage, das heißt, die ist immer im Blick zu halten. Und wenn man die anwendet, kann es durchaus sein, dass eine Leistung im Konzern unterhalb des Marktpreises tatsächlich verrechnet wird, weitergegeben wird. Aber auch hier geht es wiederum darum, dass die Leistungsbeziehungen gut dokumentiert sind, sodass hier keine Rückfragen des Fiskus entstehen. In Summe muss man allerdings sagen, dass dieses Thema Bemessungsgrundlage vielleicht in Deutschland über das Thema Mindestbemessungsgrundlage gut abgedeckt ist. Wenn Sie allerdings Leistungen im Konzern auch ja, in anderen Ländern haben, dann ist auch hier das Thema natürlich, was die Bemessungsgrundlage für konzerninterne Leistungen angeht, durchaus eins, was man im Blick halten muss. Und dann haben wir den letzten Fall. Das ist ein Fall aus Deutschland, tatsächlich ein BfH-Beschluss. Und es geht hier um eine Holding, die Leistungen eingekauft hat, Beratungsleistungen eingekauft hat und weitergegeben hat an die italienischen Töchter. Und hierzu gibt es nach meinem Wissen schon so viel Rechtsprechung, dass es mich gewundert hat, dass das nochmal zum BfH gekommen ist. Denn bisher hat der BfH ja beurteilt, dass es durchaus so sein kann, dass es über den Leistungsbezug und die Weitergabe, also den Weiterverkauf der bezogenen Leistung, die Holding zum Unternehmer wird und damit dann eben auch eingangsseitig zum Vorsteuerabzug berechtigt ist und natürlich ausgangsseitig dann diese Leistung weiter zu berechnen hat. Insofern ist das hier aber eine Bestätigung dessen, dass Leistungen einkaufen und weiterverkaufen im Konzern durchaus dazu führt, dass eine Holding Unternehmerin werden kann. Dann wäre ich mit meinen umsatzsteuerlichen Themen durch und verbleibe aber mit dem Appell, Leistungsbeziehungen im Konzern gut zu dokumentieren, Rechnungen ordentlich zu beschreiben, Leistungen hinreichend zu beschreiben. Und dann hoffe ich, dass das kein Thema bei Ihnen ist. Und gebe weiter an Georg. Ja, vielen Dank, Marie. Im ersten BfH-Urteil geht es um die Verrechnung von Verlusten einer ausländischen Tochtergesellschaft. Die Tochtergesellschaft erzielte bis 2012 Verluste, wurde dann aufgelöst und die Verluste wollte man in Deutschland geltend machen. Verluste von Tochtergesellschaften können in Deutschland im Rahmen einer Organschaft berücksichtigt werden. Eine Organschaft setzt unter anderem voraus, dass sich die Organgesellschaft verpflichtet, ihre Gewinne an den Organträger abzuführen und dass der Organträger die Verluste der Organgesellschaft ausgleicht. Die Mindestlaufzeit für diesen Ergebnisabführungsvertrag beträgt 5 Zeitjahre und diese Verlustübernahme ist hier nicht erfolgt. Die deutsche Gesellschaft hatte zwar wirtschaftliche Verluste, weil sie an die ausländische Tochtergesellschaft geliefert hatte und auf ihren Forderungen sitzen geblieben ist, aber es erfolgte keine Verlustübernahme im Sinne einer Organschaftsregelung. Man hat aus Sicht des BfH daher keine Organschaft gelebt und der BfH hat deswegen die Berücksichtigung der Verluste bei der Muttergesellschaft abgelehnt. Eine Berufung auf die unionsrechtlichen Grundfreiheiten ist aus Sicht des BfH nicht möglich, denn es fehlt an einer Ungleichbehandlung. Im reinen Inlandsfall könnte man auch keine Verluste von einer Tochtergesellschaft berücksichtigen, wenn man keine wirksame Organschaft hat. Es ist offen geblieben, was passiert wäre, wenn die Verluste im Rahmen einer Organschaft tatsächlich getragen worden wären.
Dann wäre die Situation mit finalen Verlusten in einer Betriebsstätte vergleichbar. Aber da haben wir Ihnen in den vergangenen Webcasts ja schon mehrere Urteile vorgestellt, in denen finale Verluste von DBA-Freistellungsbetriebsstätten nicht berücksichtigt werden konnten. Daher könnte man erwarten, dass die Entscheidungen zu finalen Betriebsstättenverlusten dann analog auch für finale Verluste von ausländischen Tochtergesellschaften gelten sollten und dass auch bei Abbildung einer Organschaft die Verluste zum Schluss nicht in Deutschland berücksichtigt werden könnten. Das nächste Urteil behandelt ebenfalls eine Organschaft. Diesmal geht es um eine andere Voraussetzung für die Wirksamkeit, nämlich die finanzielle Eingliederung. Voraussetzung für die Anerkennung einer ertragssteuerlichen Organschaft ist, dass der Organträger an der Organgesellschaft vom Beginn ihres Wirtschaftsjahres an ununterbrochen in einem solchen Maße beteiligt ist, dass ihm die Mehrheit der Stimmrechte zusteht. Hier war der Organträger zu 79,8% beteiligt. Die Minderheitsgesellschaft erhielten nur 20,2%. Im Gesellschaftsvertrag war aber eine qualifizierte Mehrheit geregelt, dass man 91% der Stimmen benötigt. Daher hat der BFH hier eine finanzielle Eingliederung abgelehnt und geht mit seinem Urteil über den Gesetzeswortlaut hinaus, denn da wird nur von der Mehrheit der Stimmrechte gesprochen. Der BFH verweist in seiner Begründung auf die Umsatzsteuerorganschaft. Da muss der Organträger auch so beteiligt sein, dass er in der Gesellschafterversammlung seinen Willen durchsetzen kann. Was nicht entschieden wurde, ist, wie es sich verhält, wenn die Satzung nur für einen Teil der Beschlüsse eine qualifizierte Mehrheit erfordert. Man kann aus meiner Sicht davon ausgehen, dass Betriebsprüfungen sich bei Organgesellschaften mit Minderheitsgesellschaftern sich jetzt die Gesellschaftsverträge genauer anschauen werden. Wenn man unsichere Fälle hat, könnte man zumindest mit Wirkung für die Zukunft durch eine Satzungsänderung Sicherheit schaffen. Die finanzielle Eingliederung ist auch nicht mindestlaufzeitbezogen. Die 5-jährige Mindestlaufzeit gilt nur für die Ergebnisabführung. Weiter geht es mit der Körperschaftssteuerbefreiung auf Gewinnausschüttungen. Gewinnausschüttungen sind grundsätzlich zu 95% von der Körperschaftssteuer befreit. Das gilt allerdings nur, wenn eine Mindestbeteiligung von 10% zu Beginn des Kalenderjahres vorliegt. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Wenn eine Beteiligung von mindestens 10% erworben wird, dann wird ein Erwerb zu Beginn des Kalenderjahres fingiert. Was nicht als Erwerb von 10% gilt, ist die bloße Aufstockung auf 10%. Das hat der BFH schon entschieden. Wenn man beispielsweise nur 6% hält, kann man sich nicht retten, indem man kurz vor der Ausschüttung noch schnell weitere 4% erwirbt. Hier wurden tatsächlich 12,94% von drei Erwerbern erworben und es hat sich die Frage gestellt, ob es sich um einen Erwerb von mindestens 10% auf einmal handelt oder ob es analog zu dem Aufstockungsfall zu betrachten ist, denn von jedem einzelnen Erwerber wurden weniger als 10% erworben. Der BFH ist zum Ergebnis gekommen, dass auf die Sicht des Erwerbers abzustellen ist, auch wenn es mehrere Veräußerer gibt. Der Erwerb erfolgte in einer notariellen Urkunde. Aus Sicht des Erwerbers ist es ein einheitlicher Vorgang und deswegen wird hier der 10-prozentige Erwerb erreicht. Auch wenn das körperschaftssteuerlich erfreulich ist, rettet es allerdings nicht bei der Gewerbesteuer. Gewerbesteuerlich gilt eine Schwelle von 15% und es gibt keine Rückwirkungsfiktion. Es wird immer auf die Beteiligung zu Beginn des Erhebungszeitraums abgestellt und bei unterjährigem Erwerb unterliegen Ausschüttungen voll der Gewerbesteuer. In meinem letzten Urteil geht es um die Frage, ob Swap-Zinsen der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung und der Zinsschranke unterliegen. Im Rahmen der Zinsschranke dürfen Nettozinsaufwendungen nur in Höhe von 30% des steuerlichen EBITDA abgezogen werden, wenn eine Freigrenze von 3 Millionen erreicht ist. Körperschaftssteuerlich abzugsfähige Zinsen werden dann zu 25% bei der Gewerbesteuerbemessungsgrundlage hinzugerechnet. Eine GmbH hat mit einem Bankenkonsortium einen variabel verzinsten Investitionskredit mit mehrjähriger Laufzeit abgeschlossen. Die Zinsänderungsrisiken wurden mit Zinsswap-Verträgen abgesichert. Handelsbilanziell hat man eine Bewertungseinheit nach Paragraf 254 HGB gebildet. Die Finanzverwaltung hat die Aufwendungen
zur Zinssicherung aus dem Zinsswap-Vertrag als Zinsen im Sinne der Zinsschranke und als Zinsen für Zwecke der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung behandelt. Weil der BfH dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt hat, ob die Zinsschranke verfassungswidrig ist, wurde das Verfahren zur Zinsschranke ausgesetzt und nur für die Gewerbesteuer entschieden. Im vorliegenden Fall hat der BfH die Hinzurechnung und damit eine Qualifikation als Schuldentgelte verneint. Es fehlt bei einem Zinsswap-Geschäft grundsätzlich an der Überlassung von Kapital auf Zeit. Es gilt eine Ausnahme bei wirtschaftlichen Einheiten. Ein bloßer Veranlassungszusammenhang reicht allerdings nicht aus. Die Geschäfte müssen bezüglich der Beträge, der Laufzeiten, der Personen im Wesentlichen kongruent sein und die Fälligkeitstermine müssen aufeinander abgestimmt sein. Das war im Streitfall nicht gegeben. Die handelsrechtliche Beurteilung als Bewertungseinheit hatte für die steuerliche Qualifizierung daher dann keine Bedeutung. Wenn sich Grundgeschäft und Zinsswap ausreichend voneinander entscheiden, sollte also keine wirtschaftliche Einheit vorliegen und keine gewerbesteuerliche Hinzurechnung erfolgen. Bei der Gewerbesteuer dürfte das das gewünschte Ergebnis sein, zumindest wenn aus dem Swap Aufwendungen entstehen. Anders dürfte es sein, wenn man Erträge aus dem Swap hat, die man dann nicht mindernd gegen die Zinsaufwendungen rechnen kann. Für die Zinsschranke kann man aus dem Urteil Tendenzen ableiten, auch wenn das Verfahren diesbezüglich ausgesetzt wurde. Allerdings hat der Gesetzgeber im Kreditzweitmarktförderungsgesetz den Zinsbegriff für die Zinsschranke deutlich erweitert und dieser neue Zinsbegriff gilt für Zeiträume ab Januar 2024. Das wäre es von meiner Seite und ich übergebe an die Kollegin Ulrike Freise. Ja, danke, Georg. Als nächstes Thema haben wir die Buchwertübertragung zwischen beteiligungsidentischen Schwesterpersonengesellschaften. Das ist der Fall, wenn ein Wirtschaftsgut von einer Personengesellschaft auf eine andere übertragen wird und die Beteiligungsverhältnisse bei beiden Personengesellschaften jeweils gleich sind, die gleichen Personen mit den gleichen Beteiligungsquoten beteiligt sind. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, ob eine steuerneutrale Übertragung des Wirtschaftsguts hier möglich ist. Der Paragraph 6 Absatz 5 regelt ja die steuerneutrale Übertragung oder Überführung von Wirtschaftsgütern zwischen verschiedenen Betriebsvermögen und auch die Übertragung von Wirtschaftsgütern zwischen und Mitunternehmern und Mitunternehmerschaften. Aber in dem Katalog der aufgeführten Transfers fehlt genau dieser Transfer von Wirtschaftsgütern zwischen beteiligungsidentischen Schwesterpersonengesellschaften. Einmal zur Historie. Es hatte der erste Senat des BfHs gesagt, dass diese Fallkonstruktion eben halt nicht von dem detaillierten Katalog des Paragraph 6 Absatz 5 erfasst ist. Aber es hatte dann im Folgejahr der vierte Senat beschlossen, dass eine zwingende Buchwertverknüpfung hier doch gegeben sei. Damit war die Verwirrung komplett und man hat dann 2013 den Fall dem Bundesverfassungsgericht vorgetragen und die Frage vorgelegt, ob der Paragraph 6 Absatz 5 verfassungswidrig sei, weil er diese genannte Übertragung eben steuerlich nicht begünstigt. Und 10 Jahre später hat jetzt das Bundesverfassungsgericht, nämlich Ende letzten Jahres, beschlossen, dass der Paragraph 6 Absatz 5 Satz 3 mit dem allgemeinen Gleichheitssatz in Artikel 3 Grundgesetz unvereinbar sei, soweit danach eine Übertragung von Wirtschaftsgütern zwischen beteiligungsidentischen Schwesterpersonengesellschaften zum Buchwert ausgeschlossen ist. Allerdings ist eine analoge Anwendung von Paragraph 6 Absatz 5 Satz 1 oder 3 hier nicht der Fall. Es kann also keine analoge Anwendung des bestehenden Gesetzes in Anspruch genommen werden, sondern der Gesetzgeber wurde verpflichtet, rückwirkend für Übertragungsvorgänge nach dem 31.12.2000 jetzt eine Neuregelung zu treffen. Und bis zu der Neuregelung ist eben halt der Paragraph 6 Absatz 5 Satz 3 auch anzuwenden für Transfers zwischen beteiligungsidentischen Personengesellschaften, die nach dem 31.12.2000 stattgefunden haben.
Das nächste Urteil, was ich vorstellen möchte, beschäftigt sich mit der steuerlichen Behandlung des Gewinns aus einer marktüblichen Veräußerung von einer Mitarbeiterbeteiligung. Es lag hier der Fall zugrunde, dass der Kläger beteiligt war an der Manager-KG. Er hatte eine sogenannte Mitarbeiterbeteiligung. Er war nämlich auch gleichzeitig leitender Angestellter der GmbH und die Manager-KG war beteiligt an einer Luxemburger Kapitalgesellschaft und die war wiederum indirekt dann an der GmbH beteiligt, deren leitender Angestellter der Kläger war. Der Kläger erwarb die Anteile an der Manager-KG in 2006 und 2007 ging dann die Y-AG an die Börse und im Rahmen dieses Börsengangs schied dann die Manager-KG aus der Luxemburger Gesellschaft aus gegen Gewährung von Aktien an der Y-AG, die dann dem Kläger entsprechend seiner Beteiligung an der Manager-KG zugeteilt wurden. Und der BFH hatte hier zu entscheiden, ob es sich bei dem Erlös aus der Veräußerung der über die Manager-KG gehaltenen Anteile an der Luxemburger Gesellschaft um Arbeitslohn handelte. Und der BFH kam zum Ergebnis, dass hier dass der Erlös aus der Veräußerung der Mitarbeiterbeteiligung keinen Arbeitslohn darstellt. Arbeitslohn könnte angenommen werden, wenn die KG-Beteiligung keine eigenständige, vom Arbeitsverhältnis des Klägers mit der GmbH unabhängige Einkunftsquelle darstellen würde. Dafür sprach jedoch nichts im Fall, da die Beteiligung an der KG entsprechend der getroffenen Vereinbarungen und dem Gesellschaftszweck durchgeführt wurde. Weiterhin könnte Arbeitslohn in Form eines geldwerten Vorteils dann vorliegen, wenn die Manager-KG die Anteile an der Y-AG verbilligt erlangt hätte. Das war jedoch auch nicht der Fall, da die Anteile an der Y-AG zum Marktpreis erworben wurden. Arbeitslohn würde jedoch auch nicht vorliegen, wenn der Arbeitnehmer die Beteiligung von seinem Arbeitgeber zuvor verbilligt erworben hätte. Denn dann würde die Differenz zwischen dem marktüblichen Preis und dem niedrigeren vom Arbeitnehmer gezahlten Anschaffungspreis lohnsteuerlich einen geldwerten Vorteil darstellen, der im Erwerbszeitpunkt zu erfassen wäre. Und die dann nach dem Erwerb eintretenden Wertveränderungen, zum Beispiel Wertsteigerungen der Beteiligung, sind dann nicht mehr durch das Arbeitsverhältnis veranlasst, sondern durch das Sonderrecht Beteiligung und deshalb dem Marktgeschehen geschuldet. Erfolgt jedoch der Rückerwerb zu einem marktunüblichen Überpreis, dann würde in Höhe des Überpreises ein steuerbarer Arbeitslohn vorliegen. Das nächste Thema beschäftigt sich mit dem finalen Außensteuererlass der Finanzverwaltung. Änderungsgrund des Anwendungserlasses ist ja die Überarbeitung des Anwendungserlasses durch das ATAD-Umsetzungsgesetz aus 2021 und die inzwischen ergangene Rechtsprechung zum ASDG. Und der Anwendungserlass findet jetzt Anwendung auf das Außensteuergesetz in der Fassung ab dem 1.7.2021. Wir haben Ihnen hier zwei Themen mitgebracht aus dem finalen Außensteuererlass, die wir einmal hier kurz vorstellen möchten. Und zwar ist es einmal die Wegzugsbesteuerung. Wegzugsbesteuerung greift ja dann zum Beispiel, wenn ein Steuerpflichtiger wegzieht aus Deutschland, der vorher unbeschränkt steuerpflichtig war, in den letzten 12 Jahren auch 7 Jahre lang unbeschränkt steuerpflichtig gewesen ist und der eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft hält, die in den letzten 5 Jahren zumindest 1% betragen hat. Wenn der nun wegzieht aus Deutschland und nicht mehr unbeschränkt steuerpflichtig ist, dann gelten die Anteile an der Kapitalgesellschaft als veräußert, mit der Folge, dass die stillen Reserven aufzudecken und zu versteuern sind. Und im Rahmen der ATAD-Umsetzungsgesetzänderung ist es schon dazu gekommen, dass die bisherige zinslose und zeitlich unbefristete Stundung des Steueranspruchs bei Wegzug in einen EU-EWR-Staat weggefallen ist.
Da ist natürlich die Frage, was im Moment schon diskutiert wird, ob dies europarechtskonform ist. Weiterhin geht der Erlass ausführlich auf die sogenannte Rückkehrregelung ein und hier auch auf die Rückkehrabsicht. Denn wenn die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht auf einer nur vorübergehenden Abwesenheit des Steuerpflichtigen beruht und der Steuerpflichtige innerhalb von 7 Jahren nach Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht wieder unbeschränkt steuerpflichtig wird, dann entfällt der Steueranspruch unter bestimmten Voraussetzungen. Und zur vorübergehenden Abwesenheit führt der Erlass aus, dass für die Rückkehrabsicht die Erklärung des Steuerpflichtigen ausreicht, wenn keine Anhaltspunkte für eine gegenteilige Auffassung erkennbar sind. Das Tatbestandsmerkmal der nur vorübergehenden Abwesenheit ist nach dem Erlass auch erfüllt, wenn der Steuerpflichtige innerhalb der vorgegebenen 7-Jahres-Zeitraumsfrist tatsächlich zurückkehrt. Dann kommt es auf eine Rückkehrabsicht nicht mehr an. Hiermit wird die Auffassung des BFH-Urteils aus 22 von der Finanzverwaltung bestätigt. Zur Hinzurechnungsbesteuerung enthält der Anwendungserlass etliche Beispiele. Für die Hinzurechnungsbesteuerung galt ja bisher das Inländerkonzept. Die Besteuerung knüpfte an die unbeschränkte Steuerpflicht des an der ausländischen Gesellschaft Beteiligten. Jetzt gilt das Beherrschungskonzept. Das heißt, beherrscht ein unbeschränkt Steuerpflichtiger eine ausländische Gesellschaft, sind ihm die Einkünfte, für die diese Zwischengesellschaft ist, bei dem unbeschränkt Steuerpflichtigen entsprechend seiner unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung am Nennkapital steuerpflichtig. Und wesentliches Merkmal ist hier die Beherrschung. Das wird sicherlich auch zu Diskussionen führen mit der Finanzverwaltung. Eine Beherrschung liegt vor, wenn dem Steuerpflichtigen allein oder zusammen mit ihm nahestehenden Personen zum Beispiel mehr als die Hälfte der Stimmrechte oder mehr als die Hälfte der Anteile am Nennkapital unmittelbar oder mittelbar zuzurechnen sind. Darüber hinaus gelten jetzt auch Personen als dem Steuerpflichtigen nahestehend, wenn sie mit ihm in Bezug auf die Zwischengesellschaft durch abgestimmtes Verhalten, zum Beispiel betreffend den Erwerb der Anteile oder die Stimmrechtsabgabe, zusammenwirken. Und bei den mittelbaren oder mittelbaren Gesellschaftsherren einer Personengesellschaft, die an einer Zwischengesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, wird ein Zusammenwirken durch abgestimmtes Verhalten widerlegbar unterstellt. Hierzu führt der Erlass aus, dass bei einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an einer Personengesellschaft von nicht mehr als 5% das Zusammenwirken widerlegt ist. Das ist zumindest für die Praxis schon einmal zu begrüßen. Trotzdem wird es sicherlich hinsichtlich der Frage, was eine mittelbare Beteiligung ist, zu Diskussionen kommen künftig. Und der Erlass führt aus, dass es hier zwar viele Beispiele gibt, die genannt werden im Erlass, dass die aber nicht abschließend sind und es auch grundsätzlich auf die jeweiligen Umstände im Einzelfall ankommt. Hinsichtlich der Änderung des Aktivkatalogs ist hinsichtlich der Einkünfte aus Handel zu erwähnen, dass keine schädliche Mitwirkung vorliegt bei der Übernahme des Handelsrisikos. Das war im Entwurf des Anwendungserlasses noch gegeben. Und auch die reine Zurverfügungstellung von digitalen Plattformen oder Rechenkapazitäten stellt im Grundsatz keine schädliche Mitwirkung dar. Zum Thema Outsourcing führt der Erlass aus, was die schädliche Besorgung der wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit durch Dritte angeht. Thema Outsourcing ist eine praxisrelevante Aussage getroffen worden, nämlich dass ein Outsourcing auf nahestehende Personen im gleichen Staat unschädlich ist. Das letzte Thema, was ich Ihnen noch vorstellen möchte, beschäftigt sich mit dem Anwendungserlass zur Abgabenordnung im Hinblick auf Betriebsstätten. Die Änderung des Anwendungserlasses basiert hier auf dem Urteil aus 2022. Bei dem BFH-Urteil zugrunde liegenden Fall handelte es sich um eine Gesellschaft mit Geschäftsleitung in Luxemburg, die Grundvermögen in Deutschland besaß und mit der Hausverwaltung eine in Deutschland ansässige
Gesellschaft beauftragt hatte. Und der BfH hatte sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob und unter welchen Umständen die Räumlichkeiten einer Dienstleistungsgesellschaft, also dem Auftragnehmer hier, für die dem Auftraggeber kein vertragliches Nutzungsrecht eingeräumt wurde, als eigene Betriebsstätte des beauftragenden Unternehmers qualifizieren. Die Vorinstanz hatte unter anderem aufgrund einer umfassenden Übertragung von Managementtätigkeiten eine enge wirtschaftliche Verflechtung der in Deutschland tätigen Dienstleistungsgesellschaft mit der in Luxemburg ansässigen Gesellschaft gesehen und daher eine inländische Betriebsstätte des Auftraggebers in den Räumen des inländischen Dienstleistungsgesellschaft angenommen. Der BfH hat hier das Vorliegen einer Betriebsstätte mit folgender Begründung verneint. Er hat festgestellt, also die Annahme einer Betriebsstätte setzt die feste Geschäftseinrichtung einer Anlage voraus, über die der Steuerpflichtige eine nicht nur vorübergehende Verfügungsmacht hat. Und der Anwendungserlass wurde eben halt demzufolge geändert, indem hier ausgeführt wird, für diese nicht nur vorübergehende Verfügungsmacht ist erforderlich, dass der Unternehmer eine Rechtsposition hat, die ihm nicht ohne weiteres entzogen werden kann. Und eine Betriebsstätte kann auch in der Betriebsstätte eines Dritten begründet werden, wenn der Unternehmer rechtlich befugt ist, die Einrichtung oder Anlage nach den Bedürfnissen seines Unternehmens zu nutzen und er eigene Arbeitnehmer beschäftigt oder ihm überlassene Arbeitnehmer beschäftigt oder Subunternehmer für ihn dort tätig werden. Und die umfassende Übertragung der Aufgaben eines Unternehmens auf einen Dritten reicht grundsätzlich nicht aus, um in dessen Räumen eine Betriebsstätte zu begründen. Eine Betriebsstätte besteht allerdings, wenn der Auftraggeber in den Räumen des Auftragnehmers eigene betriebliche Handlungen mit einer gewissen Nachhaltigkeit vornimmt. Und zu guter Letzt noch ein Hinweis zum Homeoffice. Der Anwendungserlass enthält hier die Aussage, dass kann bitte noch einmal weitermachen auf die letzte Folie. Der Anwendungserlass enthält hier die Aussage, dass die Tätigkeit eines Arbeitnehmers in dessen häuslichen Homeoffice in der Regel keine Betriebsstätte des Arbeitgebers begründet. Und dies gilt auch bei Übernahme der Kosten für das Homeoffice und die Ausstattung für das Homeoffice durch den Arbeitgeber. Das gilt auch bei Abschluss eines Mietvertrages über die häuslichen Räume des Arbeitnehmers zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und auch in den Fällen, in denen dem Arbeitnehmer kein anderer Arbeitsplatz durch den Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird. Damit wären wir mit unseren fachlichen Vorträgen am Ende und ich übergebe zum Schlusswort an Alexander Lim. Ja, danke Ulrike. Nachdem wir eh schon über der Zeit sind, in aller Kürze wieder den Überblick, nochmal den Hinweis. Sie finden den Link auf die Deloitte Tax News in der Fußzeile der jeweiligen Folie, die ja zur Verfügung gestellt wird. Die Aufzeichnung wird ebenfalls zur Verfügung gestellt. Wenn Sie uns auf LinkedIn mit dem Hashtag Deloitte Tax News folgen, dann kriegen Sie das immer aktuell in Ihren LinkedIn-Feed reingespült. Das ist der aktuellste Weg auch zu diesen Deloitte Tax News, die Sie ansonsten in unserem nächsten Quartalswebcast auch wieder in den Fußzeilen finden werden. Zudem laden wir Sie natürlich bereits jetzt schon wieder ein. Und die alten Quartalswebcasts finden Sie eben aufgezeichnet im Internet, auch zum Download. Auch hier wieder der Link auf der Folie. Damit bleibt mir auch nur, Ihnen für die Aufmerksamkeit zu danken, Ihnen noch einen schönen restlichen sonnigen Tag und eine schöne Woche und ein schönes Ostern zu wünschen. Bis zum nächsten Quartalswebcast. Vielen Dank.